Ich grüße euch, Freunde des Antitos, und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Das erste Harry Potter Dead by Daylight Video kam sehr gut an bei euch. Fast 200 Aufrufe. Da habe ich ja das Haus Gryffindor in Dead by Daylight wiedergespiegelt. Und heute kommt das zweite Haus, heute kommt das Haus Hufflepuff. Und die stehen für so ganz normale Standardsachen. Deswegen war auch das nicht so einfach. Aber ich habe ein bisschen was gefunden. Und da legen wir gleich mal los. Also, die Mitglieder von Hufflepuff stehen unter anderem für Fairness. Das repräsentiert geliehene Zeit. Dann habe ich hier besser als neu. Das repräsentiert Engagement. Ja, die Mitglieder von Hufflepuff sind immer sehr engagiert. Dann beweise dich, die Mitglieder von Hufflepuff scheuen keine harte Arbeit. Und niemand wird zurückgelassen. Das steht für Treue. Ja, die Mitglieder von Hufflepuff sind sehr treu und loyal und das repräsentiert, niemand wird zurückgelassen. Außerdem spiele ich hier mit einer Opfergabe für das Ziel, also keine Angst vor harter Arbeit natürlich. Und einen Zauberstab haben wir ebenfalls dabei, wie beim letzten Mal. Und dann würde ich sagen, ich suche jetzt eine Runde und dann spielen wir ganz entspannt die Hufflepuff Fang, die natürlich auch die Farben des Hauses widerspiegelt, nämlich schwarz und gelb. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich in der Runde. Und da sind wir auch schon in der Hufflepuff-Runde. Und wir spielen auf gestörten Abteilung, aka Azkaban, könnte man auch sagen. Und wir werden hier eine Menge Gen-Gameplay sehen, eine Menge Unterstützungs-Gameplay, denn die Eigenschaften vom Haus Hufflepuff sind, ihr wisst ja, ich habe sie eben genannt, bemächtigen uns dazu, treu zu unserem Team zu stehen. Und keine Angst vor harter Arbeit zu haben. Das heißt, Gents, Gents, Gents und die Teammitglieder zu supporten. Und da haben wir ja. Oh, das ist der Demogorgi. Oh, ansteckende Angst hat er dabei. No, 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 no. Verdammt. Ich wollte ihn mit meinem Lichtzauber blenden. Hat nicht funktioniert. Schade. So. Ah, ah, ah. Ja, wir wollen eigentlich keinen Stress haben mit dem Killer, weil wir wollen ja eigentlich unser Hufflepuff-Ding machen. Ja, wir wollen ja eigentlich, das war gerade so eine Gryffindor-Aktion eigentlich. Ja, wir wollen halt keine Gryffindor-Sachen machen, wir wollen Hufflepuffen. Jo, er ist einfach völlig lost. Oh, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Da ist er. Oh. Oh, wir Hufflepuff. Oh, sorry. Mate. Okay, wir verschwinden. Okay. Da kommt er. Palette geblockt. Oh, da kommt der Schwingrinus. Und da geht er weg von uns. Okay, jetzt können wir Hufflepuff-Sachen machen.
Sehr schön. So, jetzt geht die harte Arbeit los hier, wofür die Hufflepuffs natürlich stehen. Der Bill hat irgendwie ganz schlechte Karten. Dass der Bill jetzt schon wieder geschnappt wurde. Und ja, erstmal ein bisschen Jen. Aber auch gleich den Bill jetzt retten. Okay, er geht da hinten hin. Perfekt. Wir gehen retten. Dann heilen wir den Bill und lassen uns auch gleich heilen. Das ist der Masterplan. Komm, Bill. Alter, bleib doch stehen, Mann. Alter, bleib stehen. So, und ich glaube, wenn wir den sogar heilen, bekommt er unseren Bonus von besser als neu. Das heißt, dann ist er ja eine gewisse Zeit lang produktiver. Und wir lassen uns auch einmal heilen, damit wir nicht mehr so gefährdet sind. Und damit wir gleich richtig reinworken können. Aber zumindest war das der Plan, richtig reinzuworken. Perfekt. Da guck mal, wer da kommt. Und into the light. Sehr schön. Und er lässt ab von uns. Perfekt, wir können wieder Hufflepuffen. Der ist schon an, der Generator. Jetzt find erstmal Generatoren jetzt, ne? Er hat wieder den Bill gefunden. Schlecht für den Bill. Ja, an Jen, perfekt. Let's go, Hufflepuffen wir. Der Bill wird mit Chase, der ist wieder so weit weg, ne? Ich glaube, schaffe ich nicht mit Flashlight Safe. Ne, wird instant aufgesammelt. Ja. Das war nichts. Gut, dann werden wir jetzt eine Runde reparieren. Ne, wir scheuen harte Arbeit nicht. Der Bill irgendwie Pech gehabt. Der Quotenpote hier. Macht aber nichts. So. Weiß gar nicht, ob ich hier noch eine Palette habe. Ja, habe ich. Sehr gut. Und ich kann noch weiter Hufflepuffen. Also weiter arbeiten. Ich nenne das harte Arbeiten des Hufflepuffen. Er ist mit keinem im Chase. Andere Fang. Hier zu helfen? So harte Arbeit und so? Okay, dann halt nicht. Mit wem? Was macht er? Was ist sein Plan? Na, Schwingrinos. No, no, no. Und into the light. Schade, da haben wir... Hat er uns gestört beim Hufflepuffen. Einen Schlag muss ich nehmen, denke ich. Jo. So. Du hast uns verraten. Andere Fang. Warum? Ja. GG. Andere Fängen, wieso hast du uns verraten? Hättest du uns einfach helfen können am Generator. Aber du wolltest nicht. Ja, bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ich hätte die Palette nicht so voreilig nehmen sollen. Das war wieder sehr ärgerlich. Die andere Fängen ist mir nicht so geheuer, muss ich sagen. Die macht sehr merkwürdige Sachen. Merkwürdig. Hip. Perfekt. Egal, wir konnten unseren Mate beschützen, ja, also Treue. Wir haben die Treue zum Team bewiesen damit. Ja, wie es sich für einen echten Hufflepuff gehört. Uns in die Schusslinie wieder schmeißen lassen.
Und ja, jetzt kommen wir an den Haken. Ah, das ist noch ein Skirtschuck hier, also alles klar. Ah, es wird kein gutes Ende nehmen, fürchte ich. Und das war, glaube ich, sein erstes Portal, was er gerade benutzt hat. Ich weiß nicht, was die andere Feng da oben macht. Okay, erstmal in den Locker gehen. Wieder rausgehen. Interessant. Genau, komm mich doch einfach retten. Genau, komm einfach her, rette mich. Ja, nicht bewegen wäre eine Option gewesen, ne? Kommt nämlich direkt wieder her. Nein. Hier ist die Palette auch schon weg. Er war weitergelaufen, haha. Okay, wir versuchen uns mal hier durchzuzirkeln. Und den Mate zu retten. Okay, das ist aber jetzt. Warte, ich Schwein, wollte ich sagen. Ein richtiger Palettenschredder hier. Schön gemeint gamed, hat er mich schön gemeint gamed. Ja, die andere Feng ist nicht retten gegangen, okay. Das heißt auch, ich werde jetzt hier mein Ende finden. Das sah erst so gut aus. Ah, es sah so gut aus erst. Aber der Bill war irgendwie der Quotentote und die andere Feng hier, die spielt sehr ängstlich. Und von daher kann man da auf jeden Fall GG sagen zum Demogorgon. Er kommt ja sowieso her. Ja, GG an den Demogorgon. Hat er gut gemacht. Er hat erkannt, er hat sehr gut erkannt. Ich war ihm zu stark am Anfang, er konnte mich nicht kriegen. Ich habe zu gut gechased. Hat den Bill genommen, der Bill war schwach, das schwächste Glied in der Gruppe, hat er sofort rausgenommen. Dann noch die Feng, die sehr ängstlich gespielt hat. GG auf jeden Fall, aber es war auf jeden Fall wieder richtig schön, ein weiteres Hogwarts-Haus in Dead by Daylight zu repräsentieren. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wenn euch das Video auch gefallen hat, dann natürlich wieder einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo, wenn ihr wollt. Und dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video und ja, wenn ich die anderen Häuser auch noch machen soll, schreibt es mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.